Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Man of Medan. Ja, wir in der ersten Folge haben wir so ein bisschen schon mitbekommen, was hier so abgeht. Mein erstes Story Let's Play. Ja, ich bin mal gespannt. Direkt zu Anfang muss ich dazu sagen, für mich ist es natürlich ein bisschen schwieriger, dadurch, dass ich keinen PC habe. Ich nehme halt das Spiel und den Ton, also das, was ich rede, in einem auf, über die PlayStation. Ich habe da so ein bisschen gerade die Struggelei, was mir halt direkt dann jetzt in der ersten Folge oder wo ich das jetzt beendet habe, aufgefallen ist, dass ich natürlich dann keine Übergänge habe. Ich habe keinen Plan, noch nie oder noch keinen Plan, wie ich das jetzt am besten hinkriege. Das ist natürlich bei Let's Plays alles ein bisschen, bei den Simulatoren alles ein bisschen einfacher, weil da kann ich halt einfach stehen bleiben, mach gar nichts, erzähl was und fertig. Was hier in einem Story-Game nicht so einfach ist. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht ganz so übel. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach hier mal weiter. Das ist so quasi, denke ich mal, das erste Kapitel, so wie das hier aussieht. Also wir hatten ja jetzt erstmal so ein bisschen das Intro und dann wurde uns ein bisschen erklärt, was zu tun ist. Und ja, jetzt sollen wir hier Alex mit den Reisevorbereitungen helfen. Und ja, ich würde sagen, wir hauen auch direkt rein und schauen mal, was passiert. Unten im Wasser tauchen. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Echt jetzt? Ja. Ich meine, du bist echt hier ohne eine einzige Tauchstunde? Irgendwie ja. Unsicher, das ist peinlich. Na, nachtragend, ich musste arbeiten. Unsicher, das ist peinlich. Was bitte? Allein ist sowas echt peinlich. Peinlich ist, dass du einfach so herkommst und ich soll deine Hand halten. Ja, du bist mein Kumpel, oder Hey, nicht? Vorsicht! Die Tauchkamera war wahnsinnig Brüderchen, teuer. sei cool. Was? Julia und Conrad sind, tja, also alle beide stinkreich. Und? Reg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann, bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Unbehaglich bin ich gut mit Menschen verbunden. Keine Ahnung. Ey, du weißt doch, dass ich mit neuen Leuten nicht gut kann. Ja. Halt die Klappe. Sei doch mal locker. Ach, komm schon. Sag auf dieser Reise einfach zu allem Ja. Halt. Glaub mir, ich will, dass du dich amüsierst. Okay, aber was, wenn jemand auf blöde Gedanken kommt? Dass ich nackt rumrennen soll? Metaphorisch gesagt. Sei einfach cool. Ich bin Okay, cool. Amigo. Die Kavallerie ist da. Cool. Sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist. Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia ist echt hart. Zynisch ist ja schon 2 Wochen her, einfühlsam. Ja, komm, wir sind mal einfühlsam. Alles klar. Muss hart sein. Kein Problem, Mann. Hä? Bingo. Wie gerufen. Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah, Ja, dann Bier werde ich ist die immer hier zu wohl mal wenig. besser verstecken. Ja. Yeah. Beziehung aktualisiert. Ah, okay. So, besorgt, ehrlich, unschuldig, geistreich. Ja, ehrlich bin ich. Okay, besorgt scheint er auch zu sein. Okay, aktuelles Ziel, hilft Alex mit dem Reisevorbereitung. Conrad. Fliss. Kann ich hier irgendwas verändern? Nein. Julia und Alex. Alex ist mein Bruder. Okay. Hey, ich bräuchte mal deine Meinung. Klar, zu was? Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Dein Medizinstudium? Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich Nein. weiß nicht, was richtig ist. Ich weiß nicht, was du meinst. Sentimental, hör auf deinen Bauch. Denke drüber nach. Hör auf deinen Hör Bauch. auf deinen Bauch. Der sagt's. Dir schon. Kurs aktualisiert. Okay, Moment. Brett sagte Alex auf seinen Bauch zu hören. Okay. Ah. Okay. Da steige ich noch nicht ganz so durch. Hey. Ah, das ist Julia. Conrads Schwester, Alex Freundin. Unvorsichtig. Begeistert. Tollkühn, Conrad, Julias Bruder, entspannt. Ah, okay, das sind auch Geschwister. Also Geschwister alles. Alles klar. Tut mir leid.
Conny, das ist Alex. Hey, wie geht's, Conrad? Ja, was geht? Vorsicht, Jules. Ein Ladykiller. Ah. Freut mich, Conrad. My brother. Das ist Brad, mein kleiner Bruder. Hey. Bradley! Hey. Ich glaube, ich kenne dich schon, hab viel von dir gehört. Ja, gleichfalls. Was? Hab ich dir gefallen. Hey, Lust auf ein Bierchen? Jede Sekunde. Klar. Ganz schön dick aufgetragen. Bier immer. Zögerlich, ich werde seekrank. Ja, cool, immer. Ja, cool. Super. Mein Bruder hat gesagt, soll zu einem Jahr sein. Der nimmt kein Bier ein. Beziehung aktualisiert. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Ja, werde ich jetzt nicht noch nicht so ganz schlau draus. Das wird, denke ich mal, mit der Zeit guter kommen. Mann, Radical. Mords Mast hast du da. Mast tief. Ruiniers. Bist du schon mal getaucht? Nein. Noch nie. Eigentlich nicht. Habe ich noch nie gemacht. Wasserjungfrau. Cool. Hey, Meerjungfrau, das ändern wir heute. Gemeinsam. Bin auch ganz lieb. Eigenschaften aktualisiert. Okay, also damit komme ich noch... Ah, okay, Conrad, da, das ist besser geworden. Alles klar, okay. Alex ist auch schon ganz gut. Okay, alles klar. Wer kommt da? Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kahn? Da kommt er. Fliss, Kapitän der Duke of Milan. Mutig. Ich würde ja sagen, macht's euch bequem, aber... Alter Schwede, noch knapper gegen das Höschen aber auch nicht, ne? So, alle an Bord und bereit abzulegen? Jo. Oh, die ist schnell unterwegs, ne? Du bist dir recht, ist Captain. Tja, Junge, selber schuld. Ja, das sieht doch nice aus. Metilo? Huch, ich will das Bier nicht bekommen. Ganz genau, lass alles raus. Oh, ja. Wobei, ich kann nicht verstehen, das geht mir genauso. Willst du dich mal hinlegen? Ja. Ist eine gute Idee. Solange ein Schiff etwas schneller fährt, kein Problem, sobald es ankert. Nördliche Küste von Französisch-Polynesien, okay. Dann ist bei mir auch vorbei. Wie wäre es hier drüben? Ganz schön weit draußen. Ich suche bloß Alternativen, falls wir nichts mit der Tauchkamera finden. Ganz ehrlich, ich habe noch nie von eurem Wrack gehört. Normalerweise wimmeln Wracks von Tauchern. Ja. Das hier ist anders. Ich meine ja nur, wenn es vielleicht zu spät wird, kenne ich ein paar gute Stellen zum, naja, Tauchen. Ah, okay. Brad weiß, was er tut. Brad war so sicher. Ja, komm, Brad weiß Bescheid. Das Wrack muss hier sein, wenn er sagt. Wir sind optimistisch. Okay, du bist der Kunde. Ich meine ja bloß, das Tageslicht ist irgendwann weg. Ich helfe Conrad und Julia mit der Kamera. Okay. Was gibt's? Machen die da? Also ich gehe mal davon aus, Eigenschaften. Okay, was ist hier? Was ist denn hier mit den Eigenschaften? Kann ich das hier irgendwo sehen? Da nichts, hier auch nichts. Hier auch noch nicht. Okay, ah, gut, okay, dann lass mal das. Sehen und staunen. Ist das das Schiff? Nee, Brads Berechnungen waren goldrichtig. Brad hat's drauf. Ein echtes Genie, wir sollten ihm danken. Fliss, da ist ein Flugzeug. Ach ja? Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Lass uns tauchen! Eigentlich sollte ich das ja der Hafenbehörde melden. Als unregistriertes Wrack? Tja, eigentlich. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten? Nein. Nun, wer weiß schon, dass wir es nicht beim Tauchen gefunden haben. Also, wen juckt's? Vorschriften? Sind wir im Kindergarten? Ich muss darauf hinweisen. Wir sehen uns doch bloß um. Kriegt doch keiner mit. Gut. Aber beeilt euch. Und fasst bloß nichts an. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie so ein schlechtes Gefühl hat. Ich kann kaum erwarten, als Erste da unten zu sein. Stell dir das vor. Unberührt.
Ob das so gut ist? In ein paar Minuten solltet ihr runter können. Ich nehme die Flaschen. Ihr Jungs checkt nochmal alles. Seh dir mal die Kamera an, ob da was Brauchbares drauf ist. Klar, Ma'am. Hey, sieh doch mal nach deinem Bruder. Komm, Riser. Wo ist der? Hey, hey. Hi, Süßer. Wo ist denn mein Bruder? Ist er unten? Durch die Öffnung können wir rein. Bruder, wo bist du? Ist er wieder nur am Kübeln? Offensichtlich, ne? Okay. Er tut nichts mehr. Wo ist denn mein Bruder? Jetzt gucken wir erstmal hier, was wir hier alles machen können. Ich glaube, Julia hat echt alles eingepackt. Parfüm. Wofür braucht man beim Tauchen Parfüm? Man ehrlich. Kann den Preis echt riechen. Aber ihr gefällt's. Sword of Innocence, okay. Okay. Das haben wir alles durchsucht. Aber mal im Ernst, wo ist mein Bruder? Bruder. Hey Bruder, wo bist du? Warte mal. Was geht? Ah, hier ist er. Alles klar? Sorry, das Bierchen war dann doch zu viel. Schon Weichei, ne? Hey, gehört alles zum Abenteuer. Tut mir leid, dass ich alles versaut habe. Keine Panik. Das ist alles nicht so schlimm. Ruh dich aus. Komm einfach nach. Was passiert, Alter? Jeder kübelt mal. Kein Problem. Beziehung aktualisiert. Sehr schön. Kann ich hier noch irgendwas überprüfen? Anscheinend nicht, ne? Doch, hier. Ah, halt, Moment, da ist ein Bild. Was haben wir denn hier? Okay. Gestrandet. Warte, bis Julia die Flaschen vorbereitet hat, okay. Moment, Bilder, halt hier. Neu. Halt. Vorahnung ansehen. Okay, irgendwas mit meinem Bruder. Okay. Kann man da drauf? R2. Kennst du dich damit aus? Nee. Nicht wirklich. Lass das mal besser in Ruhe. Kein Problem. Also. Kann ich noch irgendwas sagen? Nee, tut's mir nicht. Okay, kann man hier noch irgendwas anderes machen? Was mit dir, Perle? Kann man dir noch helfen? Ich hab die Ausrüstung gleich startklar. Ja, das ist schon mal gut. Danke für die Ausrüstung. Kann ich helfen? Kann ich helfen? Brauchst du Hilfe? Hab noch nie mit Kreislaufgerät getaucht. Sieht alles okay aus. Aber du solltest dich vielleicht auch ein bisschen mit den Dingern auskennen. Mal ehrlich, ich bin gerade nicht so happy mit El Capitan. Bleiben wir erstmal cool. Ja, ich weiß. Bleiben wir erstmal cool. Cool? Warum? Hat keinen Sinn, sie zu verärgern. Wenn sie mich noch einmal daran hindern will zu tauchen, dann gibt's Ärger. Okay, aber provozier sie nicht. Okay, ich stell dann mal die Kreislaufgeräte ein. Den Rest machen wir dann am Ende zusammen. Cool. Ja, bitte. Schrei, wenn's soweit ist. Und sei nicht so überheblich, Toshi. Das gefällt mir schon gar nicht. Wie gesagt, hier wird gemeldet, dann wird hier gemeldet eigentlich, ne? Okay, schauen wir mal ins Fernglas, mal gucken, was wir sehen. Ja, man muss halt... Okay, sehen tue ich nichts. In die Richtung auch nicht. Dann nicht. Ja, ich muss mich hier... Ehrlich gesagt noch ein bisschen erstmal so durchfuchsen und gucken,
Wie funktioniert hier was? Wo muss ich denn jetzt hier hin? Ah, hier. Da ist eine Lücke am Heck. Sieh mal. Okay. Zeig mal her. Das würde ich mir gerne mal angucken. Aha. Okay, da sehe ich keine Lücke, da sehe ich nur Sand und Steine. Da. Da könnte man eventuell rein. Wollen die da wirklich rein, Alter Schwede? Ich meine, ich war auch schon mal tauchen. Ist schon echt geil, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich in so einen Wrack tauchen würde. Hoch die Flaschen. Hoch die Flaschen. Ich dachte, die wollten tauchen gehen, anstatt zu laufen. Okay, also. Das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Okay. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Das ist schon mal Bombe. O2-Check fertig. Okay. Aber ich bin jetzt echt mal gespannt, ne? Oh, immer mit der Ruhe. Check erstmal dein O2. Danke für deine Hilfe. Danke für deine Hilfe. Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm Ach, der geht Conny. Gar nicht mittauchen? Okay. So ein Messer habe ich auch. So, was nehmen wir denn da? Was ist denn das? Was ist das eine? Eine Kamera und das andere? Ich weiß nicht, irgendwie habe ich Bock, das Ding mitzunehmen. Kurs aktualisiert. Kinder, ab den Bangstick. Ab die Post. Das habe ich schon gehört. Aha. Und vergesst bitte die Regeln. Schon mal benutzt? Gegen Haie? Nö. Fliss soll. Was? Was machen wir später? Fliss soll bloß nicht ständig so motzen. Er hat wohl vergessen, wer hier bezahlt. Und das echt großzügig. Da ist Regeln verbiegen doch wohl inklusive. Okay. Ich weiß jetzt nicht, welche Entscheidung ich da getroffen habe, ob das gut oder schlecht war. Die sieht ein bisschen verliebt aus in mich. Oder, ja, bin ich? Ja, das bin ja wohl ich jetzt. Ja. Siehst du aus wie ein Sturmtruppler, ey. Ich bin dein Vater. Hinein! Auf geht's. Alter, das sieht aber echt Hoppla. Gut aus, ne? Alles gut? Das sieht echt richtig gut aus. Ah ja, moin, direkt Haie. Dafür habe ich ja den Stab in der Hand, ne? Dass Fliss so verklemmt ist. Sie tut ja, als wollten wir das Flugzeug plündern. Hey, ein Souvenir wäre cool. Ein klitzekleines Etwas tut doch bestimmt niemandem weh. Das bleibt unser Geheimnis. Das ist ja nicht in die große Glocke, ey. Nicht täglich überprüft. Da. Diese Form. Aber so tief kann das ja nicht sein, ne? Eigentlich. Das ist ja viel größer als ich dachte. Irgendwie kriege ich jetzt schon schwätzige Hände. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Fund. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Die will echt da rein, ne? Ach, das kann auch schon wieder nichts geben, ey. Hey da, Captain. Kleines Bier mit dem ersten Offizier. Alter, der ist nur im Saufen. Du bist nicht mein erster Offizier. Zweiter Offizier. Nein. Alles fit, Schiffsjunge? Immer noch nein. Dein spendabler, gut aussehender Kunde bittet darum, ein goldenes, kühles Gebräu mit dir genießen zu dürfen. Ich muss mich auf deine Freunde konzentrieren. Ich glaube, das ist besser, wenn ich das so mache. Nettes Boot hast du hier. Leute, wie bezahlt man sowas? Mit deinem Geld. Frag eine Lady. Du weißt, dass man eine Lady nie nach Geld fragt. Okay. Ich kaufe mir nur bald selbst ein Boot und dachte, du hast vielleicht Tipps für mich. Komm, ey. Es wäre mir eine Freude, dich um dein Geld zu erleichtern. Huch. Was piept da? Weißt du was? Ich sorge lieber dafür, dass die Duke of Milan nicht auseinanderfällt. Ja, das ist vielleicht besser. Okay, die Beziehung. Ah, okay. Das ist immer mit der kümmere dich um das Boot, während die anderen tauchen. Zu. Okay.
Ja, sie ist ein bisschen zurückhaltend, also eigentlich gar nicht so verkehrt, würde ich jetzt sagen. Mach mal andere die Geschichte. Wetter ist gut. Ja. Die Wolken gefallen mir gar nicht. Ja. Ja, auch nicht. Jetzt wird's ganz schön voll hier. Das heißt? Was kann ich jetzt machen? Hey, alles senkrecht? Genießt du die Auszeit, überwache die Taucher. Du überwachst die Taucher und ich sehe nach dem Boot. Kein Prop-up. Das ist mein Ernst. Das ist jetzt echt kein Spiel mehr, Conrad. Mach's ordentlich oder lass es. Ja, klar. Kapiert. Im Ernst. Das scheint so ein Draufgänger zu sein, ne? Ja, klar. Genieß deine Ferien. Aber klar. Okay, irgendwas... sagt mir, dass irgendwas nicht gut enden wird. Warum auch immer. So, jetzt soll die nochmal gucken, weil wir haben doch irgendwas... Da hinten ist doch... Ah ne, da ist ein Punkt hier. Ein Fehler in dem Ding. Okay. Also eben war es noch klarer, ne? Ich sehe aber nichts. Kann ich hier noch irgendwas machen? Was ist eigentlich mit dem... Wie hieß der, Alex? Ah, hier anders. Warte mal, was ist hier? Was kann ich hier machen? Okay. Duke an Alex. Duke an Julia. Okay, das sind schon wieder Sachen, die gefallen mir wieder gar nicht. Wow, das ist kein normales Wrack. Hoffentlich kriege ich deswegen keinen Ärger. Ja, du eher nicht. Ich glaube eher, das sind die anderen, die da den Ärger bekommen. Aber gut, da werden wir mal sehen. Was kann ich denn jetzt hier machen? Hier war doch irgendwas. Ah, okay. Muss ich jetzt mit dem wieder reden? Hi, Captain. Was macht die See? Kein Stress. Und der Himmel? Nicht so blau wie du. Oh. Der war gut. Der war gut. Der war nicht schlecht. Den hat's so echt gut rausgehauen. So, jetzt muss... Ah, wir müssen wieder das Ding. Sehr schön. Hallo, mein kleiner Freund. Was willst du bloß hier draußen? Ja, wer ist das vor allen Dingen? Das würde mich mal interessieren. Fände ich viel interessanter, wer das ist. Was muss ich denn jetzt hier? Warte mal. Kann ich hier irgendwas machen? Hier kann ich irgendwas machen. Was ist das? Name: Felcite Dubois. 83 geboren. Ist ja jünger als ich. Okay. Der auf der Rückseite angegebene Ausbilder ist berechtigt, Kurse in der bezeichneten Kategorie anzuleiten. Genehmigung durch Dive Master Federation. Gültig für den 31.12. Okay. Und vor mir, wem ist das Ding? Weg ist es. Ah, warte mal, ich muss wieder an das Ding hier. Nee, Moment. Mir werden mehrere Sachen angezeigt. Was muss ich jetzt tun? Nee, jetzt werden wir gar nicht mehr angezeigt. Warum wird das nicht mehr angezeigt? Ich gehe nochmal an das Fernglas. Irgendwo muss ich doch jetzt, da kommt doch irgendwo ein Punkt. Der muss doch irgendwo zu sehen sein, denke ich mal. Also irgendwas kommt der da, ein Boot oder ein Schiff oder sowas. Aber ich sehe nichts. Aber irgendwas scheint sie zu beunruhigen, so wie es aussieht. Okay, aber... Moment, irgendwas muss ja da mit dieser Kamera sein. Okay. Nimm nochmal. So, und jetzt schauen wir nochmal.
Aber die macht da nichts. Was muss ich denn jetzt hier machen? Ah, okay. Jetzt. Oh, alter Schwede, wer kommt denn da? Was wollen Sie? Das ist die Küstenwache. Sieht aus wie ein Fischerboot. Sieht aus wie ein Fischerboot. Was machen wir jetzt? Sei still und lass mich das regeln. Wir machen gar nichts. Ich bin der Captain. Sei still und lass mich reden. Verstanden? Kein Problem, das sollten wir kriegen. Aber Alter, ist ein Eis aus. Alter, bist du... Junge. Nicht so nah ran, Leute. Wir haben Taucher im Wasser. Vollidiot. Was ist das für Ottos? Hey, das Boot ist kaputt, siehst du? Unser Boot! Das regeln wir schon, Mann. Ist kein Problem. Was meinst du? Würden 10 Mäuse reichen? Mein Fehler. Sagen wir 20. Flex da jemandem Geld rum, oder was? Oh Mist. Meinst du doch eher 30? Krieg ich noch hin? Digga, Alter, übertreib's mal nicht. Okay, das sieht Jungs, ein bisschen echt gut aus. Schon gut. Hier. Nehmt einfach den ganzen Pott. Voll der Player, wa? Irgendwie bedeutet das nichts Gutes, habe ich das Gefühl. So, quasi. Boah. Alter Schwede, da schwimmen sogar noch die Leichen rum. Ja, moin. Captain ist noch am Start, also Pilot. Okay, das sieht aus, als würde der schon länger liegen. Conrad hat was von einer Öffnung gesagt. Conrad, wirklich? Wirklich. Beim Heckgeschütz. Ah, gut gemacht, Conny. Sehr schön. Und ob wir da in das Flugzeug hineinkommen, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Ja, ich bin mal gespannt, was da oben mit den, ja, für meine Begriffe Piraten, würde ich eher sagen, so wie das aussah, abgeht und mit... Ja, unserem Freund, der da mit dem Geld flext. Und ja, mal schauen, was hier unten uns noch im Flugzeug erwarten wird. Ich würde sagen, wir sehen das in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Gerne kommentieren. Däumchen nach oben da lassen. Beziehungsweise kommentiert mal, gebt mir mal Tipps. Schreibt mir mal, ob das so in die richtige Richtung geht, ob das so passt. Wie gesagt, ich lerne gerne noch dazu, gerade was so Story Games angeht, also Let's Plays zu Story Games und ja, dann können wir gemeinsam wachsen und gemeinsam besser werden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis demnächst. Ciao, ciao!